Ciao und Glück auf zum 16. Part der Preußen-Münster-Karriere. Und wir stehen einen Tag vor dem Spiel gegen Unterhaching, nehmen allerdings nochmal schnell eine Trainingseinheit mit und wollen hoffen, dass wir da nochmal einen kleinen Sprung machen. Jo, Kobylanski springt auf eine 67 und Körber auf eine 70. Also Nils Körber wird definitiv nicht mehr zu halten sein. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Aber solange wir ihn im Kasten haben, setzen wir auch auf ihn. Schulze Nihus vielleicht mal zwischendurch reinwerfen. Kann, glaube ich, nicht unbedingt schaden. Und jetzt springen wir erstmal auf den Spieltag gegen Unterhaching. Werfen einen Blick schnell, wobei, ne, das wird uns eh vorm Spiel angezeigt. Das müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht reinziehen. Außerdem wissen wir Bescheid, Unterhaching müsste letzter sein. Ja, Haching spielt in Rot, wir spielen in Weiß. Und in der Aufstellung werden wir schauen. Heinrich hat einen Sprung gemacht auf eine 61. Das freut mich persönlich sehr. Schwers hat jetzt ebenfalls eine 70. Ich möchte da aber wieder Scherder in der Innenverteidigung sehen. Damit bin ich zufrieden. Damit soweit auch. Rinderknecht hat jetzt eine 63, sehe ich gerade. Ja, ich denke, das lassen wir mal so stehen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Hofmann ist wieder da. Das ist für mich, glaube ich, die beste Nachricht des Tages. Wir lassen ihn mal noch auf der Bank, aber er wird definitiv reinkommen, um hoffentlich für positive Offensivakzente zu sorgen. Da haben wir in den letzten Spielen so unsere Schwierigkeiten gehabt. Was ist da passiert? Wir haben gesehen, ein 0-3 gegen Paderborn. Wir haben dann ein nicht ganz souveränes, aber trotzdem erfolgreiches 3-1 bei Zwickau gesehen und verlieren zu Hause das Derby gegen Osnabrück 4-0. Und wir hätten noch mehr kassieren können. Das war absolut schlecht und darf sich so natürlich nicht wiederholen. Aber wenn das das Unterhaching-Stadion ist, dann aber holla die Waldfee. Also ist aber ein bisschen groß, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Aber gut, sei es drum. Gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Auch wenn ich persönlich das eher weniger glaube. Schauen wir auf die Tabelle. Unterhaching sehen wir nicht. Toll. Ich meine, die sind letzter oder vorletzter. Ich glaube, Halle hat sie nochmal überholt. Also müssten sie Tabellenletzter sein. Von daher müssen wir hier gar nicht groß reden, nicht groß fackeln. Es müssen einfach 3 Punkte her. Punkt, Ende, aus. Aufstellung, Müller im Tor. Bauer ist der Rechtsverteidiger. Dann haben wir links Dombrovka, in der Mitte Welsmüller und Winkler. Stahl und Tafazofa auf der Doppel-6. Maximilian Niku kennt man noch ganz gut im linken Mittelfeld. Yannick Müller rechts. Sascha Bigalke und Stefan Hein, zwei ehemalige Bundesliga-Profis auch. Stefan Hein hat bei Augsburg gespielt, Bigalke bei der Hertha, sind vorne im Sturm. Unsere Aufstellung kennen wir und dann starten wir rein in die Partie. Und wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als beim 4-0 gegen Osnabrück, sage ich. Und wir verlieren direkt in Person von Danilo Wiebe den Ball. Stahl, auch bekannt von 1860, da sehr viele Zweitligaspiele gemacht. Asame, jetzt hat er mal Platz, dreht nochmal ab. Kobylanski, das war der Schiedsrichter, der mich da den Ball zuspielen wollte. Liebe, Spritz, Flügelwechsel jetzt mal. Heinrich, sieht ganz gut aus. Grimaldi, Liebe, Polanski, gutes Auge, Rühle, Grimaldi kommt zum Kopfball, aber Müller hat den Ball. Erste gute Möglichkeit und Adriano Grimaldi bleibt direkt liegen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Schiedsrichter unterbricht gerade noch nicht. Scheint also wieder aufgestanden zu sein. Er bewegt sich auch mittlerweile wieder. Das ist wichtig. Grimaldi ist enorm wichtig als Anspielstation. Während wir hier die erste Aktion für Unterhaching sehen. Durch Maximilian Niku. Also zwei gute Chancen auf beiden Seiten.
Kleiner Schlagabtausch hier zum Anfang. Daffa-Zofa. Die Geike, Wiebe dazwischen. Gut gelöst. Rizzi. Wiebe. Grimaldi. Bühle. Ah, da fehlt die Geschwindigkeit eines Philipp Hofmann. Da freue ich mich sehr drauf, dass er wieder fit ist. Das wird der Mannschaft auf jeden Fall gut tun. Rühle, abseits. Abseits von Tobias Rühle. Grimaldi hält sich da immer noch. Ist nicht die Wade oder wo er da sich verletzt hat. Ich von hier oben jetzt auch keine Ferndiagnose stellen. Dafür fehlt mir einfach der Doktortitel. Bauer, Niku, Heinrich, kein Foul. Gut dazwischen gegangen. Genau so muss es sein. Die Geike, Hein, Alassane dazwischen. Körber, gut gelöst, Rühle und Tritz. Ah, Rühle, ich sage es noch, gut gelöst, Herr Tritz. Und dann passiert sowas. Da müssen wir konzentrierter bleiben. Der Rasen ist auch echt anstrengend, muss ich zugeben. Aber Ausreden helfen hier nichts. Rasen ist nun mal eben Rasen. Er ist für alle gleich. Die Geike. Die Geike. Hein, da fehlt nicht viel. Wir sind schon wieder am Schwimmen. Wo ist die Souveränität der letzten Wochen hin? Absolut nicht mehr vorhanden. Kommen nicht in die Zweikämpfe. Hinten ist einfach nur noch Hanebüchen, was wir da machen. Gewinnen absolut keinen Zweikampf. Jetzt mal. Und dann wieder so schlecht gespielt. Kommen da auch nicht mehr raus. Tritz, das war mal gut. Liebe, steig mal drauf. Rizzi, gut gespielt. Grimaldi, Kobylanski und dann ist er weg. Dann ist der Ball auch schon wieder weg. Wir kommen da absolut nicht nach vorne. Nicht mal irgendwie ins gegnerische Drittel. Keine Chance. Wiebe, das meine ich. Sehr ungenaue Pässe. Kobylanski. Schon lange auch keine Diagonalpässe mehr gesehen. Hasaime, jetzt vielleicht mal. Das sieht gut aus. Macht er gut mit Grimaldi im Zusammenspiel. Grimaldi und Welzmüller, passt auf. Sah mal nicht so schlecht aus, was die beiden da probiert haben. Rizzi gut dazwischen. Bauer. Bauer nach vorne auf die Geike. Der Pass kommt auf Jan-Patrick Müller. Allerdings gestoppt von Hasaime. Niku. Niku, da geht keiner drauf, da geht keiner drauf. Aber Glück, dass Hasaime, ich glaube Stefan Hein war es, leicht weggeschoben hat, dass der nicht an den Ball kam. Kobylanski, schlechter Pass. Auch Kobylanski kommt nicht in die Partie. Jetzt auch noch Foulspiel. Grimaldi fasst sich immer noch, ja, ich glaube an den Oberschenkel. Was ist das denn? Da wartet er so lange und dann spielt der Sonnenpass. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Da geht ja gar nichts zusammen. Flügelwechsel jetzt. Dombrovka. Niku. Ein. Gut attackiert von Wiebe. Grimaldi. Kobylanski. Aber der braucht zu lange. Martin Kobylanski. Also man merkt, wenn Kobylanski nicht in Form ist, dann gibt das nichts. Dann sind wir anfällig. Grimaldi. Ja, durch seine Verletzung auch nicht ganz auf der Höhe. Aber Kobylanski hilft hinten mit aus. Rizzi.
Jetzt vielleicht mal. Liebe. Liebe. Grimaldi. Rizzi. Tor. Das lag nicht unbedingt in der Luft. Aber das Tor fällt. 1:0. Beim Tabellenletzten. Eigentlich musst du dich hier völlig anders präsentieren. Aber gut. Ist jetzt so. Grimaldi gut durchgesteckt. Und dann ist es Rizzi, der sein erstes Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Winkler verliert ihn da so ein bisschen aus den Augen. 5. Saisontor, erstes wie gesagt aus dem Spiel heraus. Grimaldi fasst sich immer noch an den Oberschenkel. Hat auf jeden Fall gereicht, um diesen Pass zu spielen. Und das macht die ganze Sache doch schon ein bisschen leichter. Mit einem 1:0 spielt es sich traditionell schon mal ein bisschen freier weg. Zweikämpfe klappen jetzt auch. Passspiel sieht jetzt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Und so gehen wir nicht ganz verdient mit 1:0 in die Kabine. Grimaldi ist immer noch mit seinem Oberschenkel beschäftigt. Scheint was Ernsteres zu sein. Ich vermute mal, wenn er sich absolut nicht mehr erholt, wird er wahrscheinlich auch im nächsten Spiel fehlen und erstmal 2-3 Wochen ausfallen. Körber, den hat der Torwart. Macht er gut, macht er ruhig. Rühle, Kubilanski, Grimaldi, das sieht ganz gut aus. Rizzi, Ball weg, Tafazofa dazwischen. Rein, Rühle mit der Balleroberung. Liebe, Heinrich, Rizzi. Rizzi, guter Ball auf Rühle. Profitiert auch ein bisschen davon, dass Jan-Patrick Müller den unterschätzt hat. Kubilanski, Rizzi. Heinrich kommt nicht ganz dran. Aber gute Grätsche. Gute Grätsche von Moritz Heinrich. Der Niku daran hindert, den linken Flügel entlang zu marschieren. Und dementsprechend. Und wieder ist es Heinrich, der stört. Also er mäht zwar mit der Balleroberung, aber Heinrich hat gestört und dementsprechend das Ganze ermöglicht. Heinrich dreht nochmal ab, guckt Grimaldi und Winkler klärt. Einwurf. Gut gespielt, Hasaime, Heinrich, bringt noch die Flanke rein, aber das ist kein Problem für Müller. Jan-Patrick Müller, zwar den Flügel gewechselt, kam glaube ich meiner Meinung nach über rechts. Jetzt mit Niku mal getauscht, kommt jetzt Niku über rechts. Boah, macht er gut, macht er richtig gut, Schwerst hat aufgepasst. Und dann Hasaime. Und dann lassen sie Niku da aber laufen. Warum? Warum lassen wir Niku da laufen? Der lag schon auf dem Boden und kommt trotzdem noch eher an den Ball. Das gibt's doch nicht. Das kann es doch nicht sein. Also liebe Leute, das musst du anders verteidigen. Ja, Niku liegt schon auf dem Boden. Und dann Hasaime geht weg vom Ball. Und keiner weiß warum. Und Scherder kommt da irgendwie auch zu spät. Und wir kassieren gegen den Tabellenletzten ein Tor. 3. Saisontor für Maximilian Niku. Das kann es einfach nicht sein. Und dann rennst du gegen den Tabellenletzten jetzt hier in einem 1-1 hinterher. Und die sind jetzt natürlich drin in den Zweikämpfen. Die merken jetzt, hier geht was. Grimaldi, Dombrovka klärt. War gut eingerückt. Schwers nimmt den da an und hat dann einfach gar nicht die Zeit, die er glaubt zu haben. Stahl. Jan-Patrick Müller, Bigalke, Balleroberung, Wiebe. Kubilanski. Heinrich macht das gut. Hasaime, langer Ball. Heinrich, den kriegt er sogar noch. Aber hat Probleme bei der Ballannahme. Und dann ist es Hand. Und wir werden wechseln. Wir werden wechseln. Wir bringen nach 6 Wochen Verletzungspause Philipp Hofmann und
werden auf links Menich für Hasalme bringen. Wird ein etwas unglückliches Spiel gemacht. Maximilian Niku geht bei Unterhaching raus. Für ihn kommt Steinherr. Ritzi Wiebe mit Ansage. Erobert sich dann aber zum Glück wieder den Ball. Kobylanski, ne. Er ist heute nicht drin in der Partie. Kobylanski findet heute nicht statt. Und sobald er nicht stattfindet, wird es schwierig für uns. Hofmann direkt mit der Balleroberung. Kobylanski, Grimaldi. Gut abgespielt, Rizzi. Steigt nochmal drauf. Liebe Kobylanski, Grimaldi wollte direkt durchstecken. Ah, dann das Foul. Wird wahrscheinlich gelb geben. Die Geike, Jan-Patrick Müller. Du willst da mal über den Flügel. Menich dazwischen, macht er gut. Heinrich. Guter Ball auf Grimaldi. Gesehen, dass Grimaldi gestartet war. Grimaldi, Hofmann. Kobylanski ist eher am Ball. Tritt. Ach, Kobylanski. Die Ideen sind ja nicht verkehrt, aber da fehlt heute irgendwie einfach diese letzte Präzision. Rizzi. Kobylanski. Guter Pass. Hofmann. Was für ein Pass von Kobylanski. Und Philipp Hofmann ist wieder zurück. 2:1 in der 76. Minute. Wir haben jetzt ein ganz kleines bisschen den Druck erhöht gehabt. Wurden besser, kamen besser ins Spiel rein. Und das können wir direkt in Erfolg ummünzen. Kobylanski, genialer Pass. Dombrovka war es, glaube ich, mit der 8. Ja, der da gepennt hatte. Der Hofmann im Rücken aus den Augen verloren hat. Und Kobylanski, keine gute Partie. Aber dann spielt er diesen Pass. Und das war top. Philipp Hofmann kommt zurück und macht direkt das Tor. Kobylanski, da habe ich jetzt aber auch genug gesehen. Dafür kommt Justin Steinkötter. Wobei, nee, ich glaube, wir nehmen Grimaldi runter. Ja, wir nehmen Grimaldi runter. Ist ja eh angeschlagen. Genau wie ich, gesundheitlich. Steinkötter direkt mit einem klasse Körpereinsatz. So wollen wir es sehen. Jetzt wird es natürlich einfacher. Jetzt müssen wir natürlich auch hinten mal sicher stehen. Dann können wir nach vorne hin, ähnlich wie beim Zwickau-Spiel, aus einem schlechten Spiel noch ein recht gutes Ergebnis machen. Dombrovka. Tritz verschätzt sich da. Hein. Dann Patrick Müller bringt ihn rein, aber zum Glück war es abseits. Jetzt nochmal ein Wechsel. Finn Porat, ehemaliger Jugendspieler vom HSV. Ich glaube, ist sogar auch nur ausgeliehen. Bin mir nicht ganz sicher. Meine wäre nur ausgeliehen. Kommt auf jeden Fall jetzt rein. Tritz, Wiebe. Rizzi schickt Steinkötter steil dazwischen. Schade. Haben wir schon mal sehr erfolgreich gesehen. Rizzi mit einem Chippass auf Steinkötter. War, glaube ich, auch im Zwickau-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Gut gelöst. Rizzi, Steinkötter, Winkler dazwischen. Da fehlt Justin Steinkötter natürlich noch ein bisschen die Erfahrung. Aber das kommt. Das kommt mit der Zeit, da kann man von ausgehen. Finn Porat. Guter Pass, Bauer, schwer's, aber dazwischen. Rizzi. Hoffmann. Bleibt im Ballbesitz. Foul, Welzmüller. Ja, Steinkötter wäre wahrscheinlich auf dem rechten Flügel erstmal durch gewesen. Von daher hat der Kapitän Glück gehabt, Welzmüller. Gibt nur die Ermahnung. Letzter Wechsel bei Unterhaching. Jan-Patrick Müller geht. Für ihn kommt auf dem Flügel Lux. Heinrich, boah, was für ein schlechter Pass. Lux, Wiebe zum Glück direkt dazwischen. Wiebe, Heinrich. Schießt Winkler an. Gibt aber keine Ecke. Steinherr holt ihn vorher.
haut ihn dann nach vorne. Menig unterschätzt diesen Ball. Bauer, Flanke kommt. Wie beklärt, Kobylanski, Balleroberung, guter Pass auf Steinkötter, der nimmt ihn gut mit, Justin Steinkötter steigt nochmal drauf, Pass auf Kobylanski und den macht er nicht. Martin Kobylanski, das muss das 8. Saisontor sein. Gegen die Laufrichtung, Martin Kobylanski, dann wäre der drin gewesen. So zeichnet sich Müller nochmal mit einer klasse Parade aus. Rizzi. Ecke kommt, es gibt Elfmeter, wahrscheinlich wegen Handspiel. Stefan Hein, gut, hinten hat der Verteidiger, der Stürmer bei der Ecke auch nichts zu suchen. Ich vermute, dass es Hand war. Hein ist auch noch angeschlagen, ach du Jemine, ist angeschlagen. Er wird dann, glaube ich, auch noch ein bisschen geschubst. Also ist ein Elfer, den musst du nicht unbedingt geben. Rizzi, den letzten hat er verschossen. Auch den verschießt er. Hofmann mit der Flanke. Steinkötter. Oh, Ballannahme war gut, aber dann lässt er den Ball liegen. Da war er nicht so gut. Aber gut, egal. Es reicht, wir gewinnen 2:1. Da wäre sicherlich auch ein 3:1 möglich gewesen. Am Ende auch wahrscheinlich nicht unverdient. Auswärtssieg. 6 Schüsse davon, 6 aufs Tor. Das war eine 100% Genauigkeit. 86% der Pässe kamen an. Das war mal wirklich stark. Und Haching hatte 5 Schüsse davon, 3 aufs Tor. 10 Zweikämpfe haben die Hachinger gewonnen. Also da waren wir diesmal eigentlich der Wert, wo wir immer besser sind. Da hapert es im Moment dran. Wir kommen nicht richtig rein in die Zweikämpfe. Und das frustriert mich auch ein wenig. Aber gut, sei es drum. Nehmen wir nochmal ein Training mit. Schauen nochmal, ob wir hier nochmal eine Entwicklung begutachten können, bevor der Part jetzt hier gleich vorbei ist. Oh naja, tut sich so gut wie gar nichts. Dann haben wir noch eine Nachricht im Büro. 3 Wochen wird Grimaldi ausfallen. Ich hatte es ja anfangs vorausgesagt, dass er höchstwahrscheinlich länger ausfallen wird. Das war oder ist tatsächlich so. Dann springen wir mal weiter. Eine Transferanfrage von Maximilian Schulze-Niehus. Der ist natürlich jetzt frustriert, dass er nicht spielen kann und darf. Oh, gegen den KSC, ja, weiß ich nicht. Schauen wir uns erstmal die Ergebnisse an. Der Chemnitzer FC spielt 0:0 gegen Lotte. Halle 1:1 gegen Groß Asbach. Der KSC gewinnt 1:0 gegen die Würzburger Kickers. Paderborn schlägt Bremen 2:0. Wien-Wiesbaden 2:1 gegen Meppen, wir gewinnen bei Haching 2:1. Osnabrück verliert gegen Magdeburg 0:1, Ahlen-Zwickau 0:0, Jena-Rostock 1:1 und Fortuna Köln schlägt Rot-Weiß Erfurt mit 1:0. In der Tabelle haben wir uns an der Spitze mit 28 Punkten, 4 Punkte vor dem 1. FC Magdeburg, dahinter Hansa Rostock und der KSC. Würzburger Kickers auf 5, dann Osnabrück, Ahlen auf 6 und 7, Paderborn, Chemnitz, Wien, Zwickau auf den folgenden Plätzen, Fortuna Köln, Lotte, Groß Asbach, Erfurt, alle mit 15 Punkten auf 12 bis 15, Kaiserslautern Jena auf 16, Bremen auf 17, der SV Meppen mit 10 Punkten auf 18, Halle auf 19 und wie angesprochen mit 3 Punkten Rückstand unter Haching Tabellenletzter. Dafür haben wir uns da aber extrem schwer getan. Und im nächsten Spiel wird auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her müssen. Da muss auf jeden Fall sich was ändern. Denn im nächsten Spiel spielen wir, wie gesagt, gegen den Tabellenvierten, den KSC. Und da wäre eine Niederlage schon nicht das, was wir anstreben. Und damit denke ich, verabschiede ich mich jetzt auch erstmal und sage, haut da rein, Glück auf und ciao, ciao.